Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Rotlicht-Moxidome. Wir gehen wieder in die Depharthoms und fahren jetzt nach Road's End. Folge beginnt gleich mit dem Ladebildschirm. Ja, genau, die Folge mit dem Ladebildschirm ist doch schön. Richtig spannend. Da ist sogar ein knallharter Desperado. Oh mein Gott. Welche Herausforderung? Oh ja. Yeah. Vor der erstmal direkt So. Karren machen. Ich würde sagen, wir machen uns einfach zu Racer. Ja, machen wir Laser. Töte Bloodwing. Bloodwing tötet die Reste, wo du übrig gelassen hast. Ja. Boah, schön. Eine Granate und sonst nur Mach Combat-Revenant. einen roten und einen orangenen. Jetzt habe ich schon einen grün gemacht. Hässlich. Aber der hat schön, der hat vorne so ein Maul. Das ist ein richtiger Military Racer. Wie hieß der eine Kampfjet der alte? Propellerhubflugzeug aus dem Weltkrieg, zweiten. Was denn für ein Einer Flugzeug? von denen hat auch so einen Maul von Feind oder zwei. Die Mustang war das, glaube ich. Gibt viele, die sowas haben, so einfach nur vom Aussehen. Der sieht cool aus, was? Was machst denn du da? Ich hab den Schläger umgefahren. Und er ist die Wand angefahren. Guck mal, da vorne ist noch so einer. Der hat mein Auto geklaut! Oder kopiert oder was auch immer. Aber das wollte ich gar nicht. Hier. Crimson Armory. Aber wir gehen natürlich erstmal nach Road's End und gucken uns Verwandt an. Jetzt gehen wir zu der Das meine ich mit Magnet. Alter! Hättest du dich nicht bewegt, ich habe schon mal eine Burnies gezogen. Auf jeden Fall, wir werden jetzt mal schauen bei der blöden Gondel, an der wir kläglich versagten in der letzten Folge. Ach Gott, was ein Fehl. Und aus Frust fahren wir einfach mal ein paar Knaller Infanterie Boah, Leute um. Einfach trist umfahren, weil sie es verdient haben. Weil sie keine Artilleristen sind. Oh Gott, was ein Scheißgemüse. Oh Gott. Er kommt da um die Ecke gestochen und rammt mich voll. Okay, wir müssen hier, glaube ich, aussteigen, ne? Wir müssen noch da hoch, oder? Wir müssen hier lang, über die Brücke, der du nicht traust. Ach so. Gehen wir über die Brücke, über die ich mich nicht traue. Beziehungsweise, warte mal kurz. Bleib du mal da vorne stehen. Ich gehe Mhm. noch mal kurz zu den Mario-Kisten. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Okay. Das war so nicht geplant. Sag mir, wenn ich hier zu lange rumeier, okay? Mach ich. Lass das. Und der letzte Sprung. Was war denn das jetzt? Nichts, nichts, ich muss erst an der Seite hoch. Jetzt bin ich sicher. Okay, das sah ganz aus. Das war schon mehr oder weniger geplant. Oh, der S&S-Sniper, dreifach Schock und 404 Damage. Und. Oha. Ne S&S mit 171 Schaden und 61 Schuss. Kaum betrifft. Ja. Nice. Dann mach mal Dingen hier, wie heißt? TP. TP ja, oder ab ins nächste Gebiet. Teleporten! Teleportationieren. Portionieren. Roots End. Was wollten wir? Ach ja, zur Gondel wollten wir. Richtig, das ist nämlich noch eine Mini-Quest, eine Nebenquest. Mini-Quiz. Was gibt's bei den Gondeln? Wir werden es erfahren. Sieh doch, wir müssen den Gondelschalthebel finden, den wir ja scheint das letzte Mal nicht gefunden hatten. Jetzt, weil er grün leuchtet, werden wir ihn finden. Richtig. Wer ich. Puh. Also ich denke so, wer schießt dir? Ich drehe mich um und ich guck dem direkt ins Maul. Mal einmal, wo du abbleibst, schon stehen einem die Gegner vor der Nase. So, ein Rot und ein Orange. In die schönsten Farben. Ich hab die Karre. So. Nimmst du Orange? Rot.
So, wir müssen wohin genau? Hä? Wo ist denn das? Moment. Guck dir mal an, wo die Scheibe, wo der Gondelschalthebel ist. Den konnten wir ja gar nicht finden. Wollen die mich verarschen? Black Racer. Mine! Vor Panik auch an die Wand gefahren. Ja, lieber an die Wand als, ne? Gegen eine Mine. Aber hier, ein Catcherei Stage. Wo muss man hin? Da rein, einfach durchrennen, würde ich sagen. Batonga, Horatonga. Pisst euch! Bloodring, mach's tot! Unsere Dudes machen das schon. Ah, ja, okay. Wir werden verfolgt. Ist mir egal. Ist denn egal? Ja, ich habe mich auch umgetreten auf rückwärts weiter. Au, au! Moment, Bloodwing kommt. Bloodwing kommt auf. Aber erwischt. Oh! Aber vergiss nicht, das sind die Kerle mit dem scheiß. Ja. Dynamitstein. Wo ich auf den Sack gehe. Wie viele sind denn das? Da ist ja noch einer! Ganze Mannschaft auf dem Ding. Laufen überhaupt noch richtig. Ah, fast da vorbei. Was ist denn das? Dass sie uns hier so auf Trab halten, hab ich nicht gedacht. So viel zu belaufen, das ist cool. Hilf mir, hilf mir. Ich hab mich weggestoßen. Diese Kotfresser. Mich sterben lassen. Die haben mich weggestummt. Kannst du die Aufnahme angucken? Auf dich zugelaufen, auf einmal hat er irgendwie so eine Tiefwelle gemacht. Mädels, du hast mich sterben lassen. Alter. Ich bin auf dem Weg. Du bist ja Schlauze. Okay, die waren jetzt doch, also die haben mich überrascht. Es waren noch verdammt viele. Das kommt noch dazu. Beziehungsweise, ja, das war das Hauptproblem. Da hockt auf so einem scheiß Gag einfach mal so 50 Mann drauf. Warte. Wir gehen alle hoch. Waren wir hier nicht schon mal? Wir waren hier schon mal. Ja, ja schon. Dem... Ist das ein Ernst? Was denn? In der kleinen Dreckshütte, ne? Mit dem Aussichts... Stuhl. Moment, das würde ich sehen. Hier ist der... Natürlich konnten wir da nichts aktivieren, Alex. Der Hebel liegt auch hier im Schrotthaufen drin. Unter der alten Matratze. Moment, das muss es sein. Ja, ich guck ein paar Scheißhaufen durch, ob ich was sind. Eine Pistole. Hier im Sch. Komm her, lauf durch die Hütte. Und da. Alles klar. Weißt du, was geil ist? Wir haben das Ding jetzt aufgehoben, ne? Ja. Liegt aber immer noch hier. Was, im Ernst? Ja. Zeig. Da. Bei mir ist da nix. Nicht? Bei mir liegt er noch genauso da, wie als er bei mir. Halt, nein, hast du vergessen, es ist nicht mehr grün umrahmt. Ach ja. Wenn du jetzt auf dem Rückweg wieder so Eierköpfe über den Weg laufen, gell? Dann laufe ich mit der Doll wieder amok. Geld, Geld, Geld. Da sind mir jetzt ganz viele. Du hättest zwar nur eins gebraucht, aber nicht mal alle. Ja. Es wäre geil, wenn man die aufhebt, wenn man nicht braucht, zu Geld umgewandelt werden. Direkt, genau wie mit Waffen. Genau. Da kann man Inventar einstellen, welche Waffe man nicht will. Muss man so Werte eingeben. Von der und der Klasse bietet nur vom Damage her so und so viel, minimales Magazin und hier und da und das. Und der Rest wird auch einfach automatisch in Geld umgewandelt. Das wäre geil. Das wäre doch ein bisschen zu, naja. Ach. Ein bisschen zu hart, ne? Wo ist Mena? Ist da gerade eben was? Du hast da gerade was gesprengt, wo irgendwas rauskam, was blau ist.
Wow, dein Ernst? Geiler Schaden, Alter. Willst du dir haben? Ist halt ein Tumba. Kannst du haben. Ich brauche nicht, der schießt halt langsam. Ich will auch noch mal kurz haben, zum Beispiel. Oh ja, der schießt echt langsam. Das ist wie eine Pistole, Alter. Zack, zack, zack. Aber das ist natürlich der Beweis, ne? Sogar in einem Dreckhaufen können blaue Waffen sein. Er sprengt den Skackhaufen und dann kommt die blaue Waffe raus. Geil. Natürlich ist... Boah, dann müssen wir schon bringen. Ah, da wollte ich nicht nach Dingen fahren. Ah, da ist halt schon die Scheißgondel. Hallo! Au. Au. Ich hab grad ein bisschen rumgebackt beim Aussteigen. Guck mal, hinter dir. Was ist denn hinter mir schon? Wilder Alpha-Dreck. Und zwar 4 Stück. Glaube ich. Und die anderen tot schon. Da kommt noch eine. Das sind mehr als 4. Definitiv. Okay. Natürlich kann so die Gondel nicht funktionieren. Ich kann keinen Hebel haben. So, Moment, ich komme. Okay. Nein! Was? Wollt ihr uns verarschen? Warum geht jetzt die eine Gondel und warum können wir unsere nicht anmachen? Aber wir kommen so gar nicht in das Lager. Wir müssen nur über die Gondel dahin, okay? Jetzt haben wir so ein ultra cool Special-Gebiet und ja. Die Gondel ist... Können wir die irgendwie wieder runterholen oder kommt die wieder runter? Ich glaube, wir können mal wiederholen, oder? Wenn sie oben angelangt ist. Die müsste jetzt oben sein. Na! Komm rein! Was ist das für eine Scheiße hier, Mann? Hör auf, mich runter zu stumpen. Alter Vater. Ah ja, guck, jetzt laufen sie automatisch immer hin und her. Was ist eine Stromverschwendung? Ein Käse, Alter. Das ist aber voll die Verarschung. Also ich höre schon so ein Geräusch und denke so, okay, das klingt doch verdächtig. Und auf einmal sehe ich, wie sich die bewegt. Ich so, nein. Da kommt der epische Sprung. Und hier oben sind wir jetzt hin. Ich hab damit irgendwie gerechnet, dass meine Cash losfährt. Ja, bei dem Geräusch war es mir irgendwie klar. Alter, was ein Kack ist das? Herzlich willkommen in Crimsonland City mit einem Revolver und einer einigermaßen coolen Torch-Sniper. Torch-Sniper. Oh, hier sind zwei Dinge, Markus-Statuen. Die Sniper gönn ich mir. Scheiß Göndel. Göndel direkt da. Die Sniper gönn ich mir sowas von. Kommst du mit mir jetzt nach Crimsonland City? Ich will bloß meine Sniper noch haben. Hast du gerade geschossen? Ja. Okay. Dachte schon. Wer will es wissen, ne? Kannst du mir noch nicht erzählen, dass die hier oben so viel Vorräte haben, dass die einfach die Gondel abschalten können? Ja, nee, du, die haben hier genug. Hinter dir sind ein Haufen, ne? Oh. Ich dachte irgendwie, die kommen aus deiner Richtung. Das hat bitte schon keiner so bemerkt. Nicht, dass die denken, hier die Zuschauer, dass ich verpeilt wäre. Will ja ein komplett falsches Bild von mir erzeugen. Hey, Alter. Weg! Oh, scheiße, die Doll ist wieder leer. Hallo? Hey, wo sind denn die? Ein Name, hier gibt's Schock-Explosion, keiner weiß, wo es herkommt. Oh. Ach, da oben! Oh, hat der Kopf. Na komm! Wie lange der Schlitz? Hält der noch aus? Ich will keine Genugtuung, verpiss dich. Och nee, komm, bitte sag mir, dass du schießen. Das kann's doch jetzt nicht sein! Das kann's doch jetzt nicht sein! Oh, Mann.
Deine Türme sind so unnötig. Ich weiß, warum ich die kaum benutze. Wenn du nicht damit umgehen kannst. Ich hab halt, bin ich voll die Äxtentürme drin. Oder noch besser von, wie heißt der? Wilhelm. Vom Wilhelm, die Türme. Die Türme, die Drohnen. Die sind noch geiler. Und bewegen sich einfach. Das Ding ist ja noch mehr als hier, keine Ahnung, steif wie nochmal das Ding. Das kann ich nicht mal um 100, nicht mal um 360 Grad drehen. Das kann gar nichts. Crimson Land City. Also echt, eigentlich ganz lustig hier. Oh, Alter, die ist gar nicht mal so übel. Was 100 oh. Damage, aber halt nur einfach. Ist ja egal, nehmen wir mal mit. Ist da hinten noch irgendwas? Sag du es mir. Nö, da ist nichts. Ich hab keine geheime Kiste gerochen, schade. Warte kurz. Nee, doch nur Achselschweiß. Okay, gehen wir weiter. Ja, ich weiß nicht, wir sind seit 70 Folgen hier mit unseren Jungs unterwegs und ich weiß nicht, was haben wir in der Folge, wo wir geduscht haben? Nee, die sind ununterbrochen am Arbeiten. Am Ballern. Ich glaube, so ein Müllplanet. Das ist jetzt kein Problem. Sowieso überall nach Jauche. Hab die Kiste gefunden. Ja, der Wächter. Der knallharte Wächter der Kiste. Hä, hey, wo kommt denn der hinter uns her? Muss ja was Gutes sein. Da, da, Alter. Da, da, da. Was hast du, was hast du, was da, hast du, was hast du? Da, da, da. Was bist du denn? Darf ich die haben? Gerne. Sehr gut, ja? Komm. Boah, wie aussieht. Du hast ein geiles Teil. Sag mal her. 208 Schuss mit meinen Skills. Bleib mal stehen. Wow. Die sehen echt geil aus. Die hat ein geiles Visier. Hier geile Dingen, geiler Lauf, sieht echt geil aus, das Ding. Geil alles. Macht zwar ein bisschen weniger Damage halt, aber zweifach Feuer ist es dann, glaube ich, wert. So. Monze angebracht. So, dann können wir das in T-Bone Junction abgeben. Als nächstes kommt der Überfall auf das Waffenlager. Jo. Dann gehen wir mal ab in die Crimson Armory. So, wir können kurz gucken, ist hier irgendwo unter uns eine. Ja, ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Halt! 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 Spring schlauer als ich! Ich hab's! Ich hab's! Okay. Oh oh. Oh oh. I cover you! Ich zünd den Scheiß-Fatzken einfach an. Das ist kacke. Was hast du gefunden? War gut oder? Nur schlechte Class-Mods bis jetzt. Moment, da ist noch ein Sniper mit 466 Schaden. Alter, das Ding, ne? Den bring ich dir mal. Hab grad mal die Hälfte von der. Alter Vater. Das ist ein Maschinengewehr. Hier, komm mal her. Meine Sniper macht 504. Das war die einzigste Sniper da oben, die was getaugt hat. Nee, ich behalte meine. Es hat meine hat noch ein dreifach Feuerspann jetzt. Naja, meine hat einfach Explosion. Hier liegt eine Torque. Oh, die ist, glaube ich, nicht so geil. Das ist mehr so eine Schrott-Version. Ja. So. Catcher in Ride. Wir catchen ein Ride. Catcher gone. Ich muss sagen, ich bin mit meinen Waffen eigentlich ganz zufrieden. Ich auch. Ich hätte nichts dagegen, wenn mein Revolver noch ein paar Kugeln mehr im Magazin hätte. Hat nur zwei. Steige ein. Okay. Vollgas macht Spaß. Yeehaw. Also ich spring da so runter und entdeck dann die dicke Armory-Kiste. Denk mir so, nein, mach's besser oh. als ich. Was hast denn du gemacht eben? Tja, das mach's nach, ne? Nee, danke, mich legt schon aus der Kurve raus. Oh, oh, oh. Einfach Vollgas, einfach weg. Nein! Ich hab nichts gesehen, einfach Vollgas. War hier was? Nö. Wüsste von nicht. Mit dem Ding ist auch geil, um diese großen Kurven. Ja. Wackelt die ganze Zeit hin und her. Würden. Ja, wackelt die ganze Zeit hin und her. Au. Ja, genau. Keiner gesehen.
Da geht's nach Fort Knox. Fort Knox, Fort Witzki. Warte, ja, genau. Ja, genau. Genau, das würde ich auch gerne eben machen, warte kurz. Ist doch ein schönes Ende für die Folge hier. Ich hoffe, ich krieg's hin einigermaßen. Natürlich nicht. Egal, Alex hat's hingekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Dafür klebe ich es hier an der Wand.